Hallo Leute, hier ist der Jens und es geht weiter mit Teil Nummer 2. Es sind dann die Runden 3 und 4 für diesen Bolt Action Spielbericht. Kurze Zusammenfassung. Gespielt wird No Man's Land. Das heißt, beide Seiten sind zu Beginn des Spiels schon auf dem Spielfeld. Bisschen Artillerie regnet hernieder und dann versucht man die gegnerische Seite platt zu machen. Also möglichst viele gegnerische Einheiten zu vernichten, um eben das Spiel zu gewinnen. Das Bombardment hat eigentlich keine Verluste verursacht. Die Japaner sind hier an der Straße vorgerückt. Erst ein bisschen zögerlich, der Panzer hat es einmal nicht geschafft. Und die Briten sind auch vorgerückt. Da drüben allerdings zu weit. Die haben sich in den Feuerbereich dieser Nie-Mortars bewegt und haben dafür bitter bezahlt. Ja, da oben im Wald ist der britische Artilleriebeobachter und der hat das Artilleriefeuer angefordert und zwar auf diesem Punkt. Ja, und zu Beginn von Runde 3 werde ich dann dafür würfeln. Ja, und da sind wir auch schon. Start von Runde 3 und schauen wir mal. Das ist eine 3. Damit verzögert sich das Ganze und der Marker kann nochmal bewegt werden. Ja, schwierig. Ich glaube, ich werde den Marker da einfach liegen lassen. Und der erste Würfel geht an die Briten. Ja, hier der unerfahrene Trupp hat die schützende Deckung des Waldes verlassen. Und die werden jetzt von hier da auf die Japaner an der Kreuzung schießen. Und es bewegt lange Reichweite und die Jungs sind unerfahren. Haben also noch nicht so viel mitgemacht. Bedeutet, wir brauchen 6 zum Treffen. Das sind aber doch 4 Stück geworden. Und dann brauchen wir 4, damit was passiert im Ziel. Das leider nicht. Aber für die Japaner ist es ein Pinmarker. Und dann kann ich gleich den nächsten Würfel ziehen. Jo, und der nächste Würfel ist für die Japaner. Dann, werde ich mal mit dem Maschinengewehr da was tun. Die haben ja noch einen Pinmarker, also müssen wir erstmal einen Order-Test schaffen, damit die ihre Fire-Order bekommen. Das ist eine 8, reguläre 9, klappt das. Und dann werden sie von hier das Feuer eröffnen, da auf die Unerfahrenen hinter der Mauer. Und das ist nur harte Deckung, macht die 5. 2 Treffer. Nichts passiert, außer ein Pinmarker. Und ja, dann gibt es gleich den nächsten Würfel. Nächster Würfel, Briten. Ja, hier der Scharfschütze. Der wird da drüben auf den Nie-Mortar Squad feuern. Ja, vielleicht reicht das ja, um die Gruppe von Adam so ein bisschen zu retten. Aber wir treffen nicht mal. Und nächster Würfel. Briten. Dann muss der Panzer schießen. Und zwar mit dem Maschinengewehr da vorne in die Japaner hinter der Mauer und mit dem Kampfgeschütz auf die Japaner da im Gebäude. Für das Kampfgeschütz ist es die 3. Und für die Japaner hinter der Mauer ist es die 5. Naja, immerhin ein Treffer. Und ein Kill. Ist da drüben ein Verlust und ein Pinmarker. Nächster Würfel, Briten. Ja, als nächstes werde ich hier mit dem Vickers das Feuer eröffnen. Und zwar auf die Japaner dort. Und
Ja, lange Reichweite und leichte Deckung. Zwei Treffer. Und keiner weg. Mann, haben die alle Platzpatronen geladen oder was ist hier los? Noch ein Würfel für die Briten. Dann wird hier der Morris, nicht Morris, ich verwechsel das jedes Mal, der Rolls-Royce Armored Car, und der wird auf den japanischen Panzer schießen. Und auch der trifft nix. Noch einer für die Briten. Mittlerweile könnte ich von der Hausregel Gebrauch machen und den zurückschmeißen, aber ja, die Briten verbrauchen einfach die ganzen Würfel, ohne dass sie irgendetwas schaffen. Da können die Japaner, glaube ich, locker mit leben, wenn die Briten einfach weitermachen. Denn als nächstes das Anti-Tank-Rifle-Team. Da schießen auch auf die Nemortars. Oh, Treffer. Aber nur ein Pinmarker. Noch einer für die Briten. Ja, nehmen wir den leichten Mörser, also den 2 Zoll Mörser. Und der soll eine Granate auf sein japanisches Pendant rüberreichen. Eine 5. Das wird nix. Nächster Würfel. Japaner. Bei den Japanern fange ich einfach mit dem Anti-Tank-Rifle-Team an und dann wird auf den Rolls-Royce geschossen. Auch die treffen nix. Wieder einer für die Japaner. Und dann muss hier erstmal die Infanterie vorrücken. Und zwar mit einem Advance. 7, 8, 9. Haben ihren Test also gepackt. Und dann bewegen sie sich 6 Zoll und können auf irgendetwas schießen. Vorgerückt sind sie. Und dahin ist das Ziel. Das leichte Maschinengewehr. Ist nur bewegt. Pinmarker ist ab der 5. Ein Treffer. Und für die ganzen Gewehrschützen haben wir bewegt lange Reichweite und Pinmarker. Das ist die 6. Und noch zwei mehr. Also drei Treffer auf die Unerfahrenen und drei Mann tot. Und nichts zum Aussuchen. Nächster Würfel, Japaner. Ja, der Würfel ist einfach für den Panzer. Und dann kann hier vorne mit dem leichten Maschinengewehr oder mit dem mittleren Maschinengewehr auf das Vickers geschossen werden. Und das ist lange Reichweite, Small Team und Soft Cover. Die beiden und der. Das war auf alle Fälle eine 6. Und zwei Treffer. Aber nur ein Pinmarker. Und mit dem Kampfgeschütz geht es da auf den britischen Panzer und das ist nur Softcover. Auch das reicht nicht. Oh, was sind das hier alles für Knalltüten? Meine Herren! Nächster Würfel, Briten. Ja, weiter geht's hier mit den Unerfahrenen. die haben keinen Junior Leader oder NCO mehr, aber dafür ist Dennis, First Lieutenant Dennis Frank in der Nähe, um den ein bisschen moralisch auf Trab zu bringen. Mal schauen. Jo. 6. Und hier der Pinmarker weg und dann können Sie von hier da auf die Japaner schießen. Ja, von hier ein paar Schuss da rein. Unerfahren und Pinmarker ist 5. Zwei Treffer.
Das ist schon mal ein Verlust. Zwei Verluste bei den Japanern. Und natürlich der Pinmarker. Nächster Würfel. Japaner. Ja, nächster Würfel hier für die Japaner in der Scheune. Und die sollen die Gruppe von Adam beschießen. Mit der 3 haben sie ihren Test gepackt. Verlieren damit den Pinmarker. Und werden das Feuer eröffnen. Und ja, für Adam bleibt wohl nichts anderes übrig, als mit seinen Männern down zu gehen. Denn das wird, glaube ich, gleich richtig hart. Ja, für die Japaner aus der Scheune raus gibt es 8 Würfel. Und 2 Fenster auf der Seite und eben die große Tür. Und die Briten sind in Point Blank. Wer also treffen auf die 3, ist die 2 mit Down auf die 4. Die Würfel wollen mich heute echt kirre machen. Und auf die 4. 2 Stück. Und aussuchen? Nein. So, dann hier der Pinmarker und 2 Verluste. Nächster Würfel, Briten. Der Artilleriebeobachter geht down. Nächster Würfel, Japaner. Dann gibt es eine Fire Order für den Nimorter Squad. Mit Fuba wird das allerdings nichts. Jo. Und das ist eine 1. Das heißt, die werden auf jemanden schießen, wenn sie Feinde innerhalb von 12 Zoll haben. Sie haben niemanden innerhalb von 12 Zoll. So gehen die Jungs down. Und dann gibt es einen Würfel für den britischen Offizier. Der steht da ganz gut, wo er steht. Und dann gibt es noch einen für den japanischen Offizier. Und der wird einfach einen Advance machen. Hier über die Mauer, hinter die andere Mauer. Ja. Komatsu Ro. Und, na komm, yo, easy, Pinmarker weg. Und dann 6 Zoll über die Mauer. Das war eine, ja, nicht sehr ereignisreiche, aber doch einige Verluste sind entstanden. Ganz komische Runde, was die Würfel anbelangt. Mal schauen, was in Runde 4 so alles passiert. Ja, Startrunde 4. Erstmal gucken, was der Artillerieeinschlag sagt. Diesmal kommt er. Wie groß ist der Radius? Oh, immerhin 12 Zoll. Und das sind dann ganz genau die Jungs und das MMG. Dann fangen wir an für das MMG. Da sind es nur Pinmarker und für den Nimorter Squad. Und für den Nimorter Squad ist es die Schablone. Ja, mal schauen, wie viel Pinmarker für den einen. Einen Pinmarker also für das MMG. Ja, und die Japaner, die müssen down gehen. Und weil mit der Schablone sind es 8 Leute, so sind es jetzt noch 4, die was auf die Mütze kriegen können. Weil down gehen halbiert die Treffer unter der Schablone. Oder ich das vorher ansagen müssen. Egal. Und so sind es 3 Tote. Und ich glaube 2 Pinmarker. Und jetzt haben sie 4 Pinmarker, 3 Verluste und sind down. So, immerhin der erste Knall in Runde 1, in der
Nee, der erste Knall in Runde 4 und der erste Würfel geht an die Briten. Jo, der Plan ist, hier die Unerfahrenen nochmal auf die Japaner schießen zu lassen. Oder mit den Unerfahrenen nochmal auf die Japaner zu schießen. Und das ist eine 8. Unerfahren 8. Aber Dennis ist noch da. Wie gut, dass ich den nur down geschickt habe und nicht wegbewegt habe. Ja, Test gestanden und dann knallt es hier gleich nochmal. Zumindest hoffe ich das. Ein bisschen. Er ist nur unerfahren, das heißt Treffen auf die Vieren. Oh Mann. Vier Treffer. Und auf die Vieren. Zwei Kills und nichts zum Aussuchen. Also noch zwei Japaner weg. Ein weiterer Pinmarker hin. Und der nächste Würfel ist für die Briten. Dann teste ich mal mit den Jungs für Schießen. Die gehen down. Und der nächste Würfel geht an die Briten. Das ist jetzt der 1, 2, 3. Das ist erst der dritte für die Briten. Das heißt, noch können die Japaner nichts dagegen tun. Dann nehmen wir den Rolls-Royce und der versucht, den japanischen Panzer zu treffen. Nächster Würfel. Briten. Hausregeln. Ab in den Sack. Und der nächste Würfel geht an. Wieder die Briten. Na, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, was hier so passiert. Dann nehmen wir den Panzer. Und der wird. Was macht der? Er muss natürlich einen Advance machen. Und zwar wird der nach vorne fahren. Und sich dann dabei drehen. Und dann hat er das Maschinengewehr für das japanische Maschinengewehr hinter der Mauer. Und dann haben wir auf die Sechsen. Das ist nix. Und dann haben wir das Kampfgeschütz auf die Vier für das Gebäude. Und das ist immerhin ein Treffer. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie viele Treffer das im Gebäude sind. Das sind W3 Treffer im Gebäude, also 3. Und W2 Pinmarker, auch 2. Also 2 Pinmarker für die Japaner. Und möglicherweise, das sind 2 Verluste. Und, oh, nehmen wir das leichte Maschinengewehr weg. Ist ja mal fast gut gewesen. Ja, nächster Würfel. Japaner. Der Würfel ist für den japanischen Panzer. Haben wir einmal 5 Würfel gegen das Vickers. Small Team, Soft Cover und Long Range. Nix. Und dann haben wir mit dem Kampfgeschütz auf den Trupp da hinten. Wir könnten auch. Ne, wir nehmen mal den Armored Car. Das ist eine 5, das ist ein Treffer. Eine harte Deckung. Reicht. Was hat der jetzt an Bewaffnung? Gute Frage. Ja, der japanische Panzer hat eine leichte Haubitze. Ist also 2. Und der Rolls-Royce hat 7. Ich brauche also eine 5 für einen Strafschuss. Habe ich. Und dann Wirkung im Ziel. 3 wird runter zur
1. Also, sag schnell, der Würfel geht down, gibt mindestens einen Pinmarker. Ja, bleibt bei einem Pinmarker. Also einen extra, einen für den Treffer und einen für die Tabelle. Ja, die leichte Haubitze hätte ja auch mehr Pinmarker alleine durch das Treffen machen können. Aber dem war jetzt nicht so. Gut, immerhin hat der jetzt auch was getroffen. Nächster Würfel. Briten. Ja, hier das Anti-Tank-Rifle-Team wird auf die Japaner im Gebäude schießen. Das ist ein Treffer. Regulär harte Deckung. Regulär 4. Harte Deckung 5. Also hier extra Protection. Hat das Ding extra Protection oder nicht? Spielt keine Rolle. Für die plus 2 Penetration reicht das auf alle Fälle, um einen wegzumachen. Und dann kommt da noch ein Pinmarker hin. Ich glaube, Scheune, hatte ich gesagt, hat kein extra Protection. Nächster Würfel, Briten. Ja, feuerfrei mit dem Scharfschützen. Der Scharfschütze wird wieder auf den Nimorta Squad feuern, trifft und nimmt einen weg. Und zwar den NCO. Nächster Würfel, Japaner. Ja, schieße ich hier mit dem Anti-Tank-Rifle-Team wieder auf den Rolls-Royce. Nein, das reicht nicht. Und noch einer für die Japaner. Und dann würde ich mal vorschlagen, gibt es Banzai! Also einen Angriff mit dem Trupp da rein. Ja, testen brauchte ich ja dafür nicht. Aufgrund der japanischen Sonderregel. Dass wenn sie so einen Angriff ansagen, dass sie zählen, als hätten sie den Test automatisch geschafft. Dafür verlieren sie auch einen Pinmarker. Ja, und sind jetzt im Nahkampf. 10 Japaner gegen ein paar unerfahrene Briten. Mal schauen, wie das ausgeht. 3 schaffen das nicht. Und dann sind das 7 weg. 2, 4, 6, 7. Bleibt einer stehen. Und der kann zurückkämpfen. Der tötet aber keinen. Und dann das neue Positionieren für die Japaner sind 3 Zoll. Ja, das ist die erste Einheit, die ganz raus ist aus dem Spiel. Und der nächste Würfel geht an die Briten. Na, wird mit dem leichten Mörser geschossen. Wir brauchen nur eine 5. Nächste Runde wird sie 4. Nächster Würfel, Briten. Dann wird hier Dennis Frank das Feuer eröffnen auf die Japaner. 2 Treffer. Einer weg und ein weiterer Pinmarker hin. Nächster Würfel, Japaner. Ja, hier mit dem mittlere Maschinengewehr möchte ich gerne da oben auf das Anti-Tank-Rifle-Team schießen. Test nicht gepackt, gehen Sie down. Ja, nächster Würfel, Briten. Dann soll hier das Vickers mittlere Maschinengewehr das Feuer auf das japanische Anti-Tank-Rifle-Team eröffnen. Die schaffen ihren Test. Und dann haben wir lange Reichweite, Small Team. Und ja, Soft Cover. Lange Reichweite, Small Team, Soft Cover. Yep, 2 Treffer. Einer tot.
Und dann muss der Japaner ja gleich mal testen. Jo, bleibt der einzelne Japaner stehen? Jo. Der will weiter seinen Job machen. Nächster Würfel, Japaner. Leutnant Komatsuro ist vorgerückt, also über die Mauer rüber. Ja, und schaut, ob er noch irgendetwas in diesem Spiel erreichen kann. Außer, dass er ein paar Kugeln bis jetzt ausgewichen ist. Und dann gibt es noch einen für die Japaner, das ist der Trupp im Haus. Da muss ich gleich mal drüber nachdenken. Und dann sind, glaube ich, nur noch 2 Würfel für die Briten drin. Ich mache mal für die Japaner im Haus Rally. Das klappt. Und dann sind alle Pinmarker weg. Und dann bleibt der Artilleriebeobachter. Und der wird sich hier aus dem Wald raus nach hier oben bewegen und auf die Jungs im Haus schießen. Mit seinem Begleiter. Und dann haben wir bewegt harte Deckung für die. Und ja, die Briten rings um Adam, die müssen auch Rallye machen. Sonst werden die ihren Schock wohl nie los. Dann machen wir hier mal Rallye. Das hat geklappt. Alle Pinmarker weg. Und dann von hier oben 2 Schuss. Nix. Ja, das war Runde 4. Ich hoffe, dass die Runde 4 selbst ein wenig entschädigt hat. Für die sind doch etwas. Vermaledeite Runde 3, in der so gut wie gar nichts passiert ist. Aber jetzt gab es einen Nahkampf. Die Haubitze hat getroffen. Nun ist ja doch ordentlich was passiert. Kann man auch gut bei den Verlusten sehen. Dann haben wir da mittlerweile 6, 8, 10, 15, 19 Briten. Sind mittlerweile weg und das sind 5, 10, 15, 18 Japaner. Also Verluste sehr ausgeglichen. Aber die Japaner haben trotzdem schon einen Siegpunkt, indem sie nämlich hier die unerfahrene Infanterie ausgelöscht haben. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es in Runde 5 weitergeht. Und ihr könnt es auch sein. Das seht ihr nämlich im nächsten Video. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr auch so wie Dennis Frank oder Adam oder Komatsuro hier irgendwie auf diesem Spielfeld präsent sein wollt, denkt bitte darüber nach, mich bei Patreon zu unterstützen. Das wäre echt eine super Sache und ja, macht mir das Leben doch um einiges einfacher, wenn ich da regelmäßig Feedback bekommen kann und auch Unterstützung. Ansonsten gerne teilen, liken, kommentieren, was euch auch immer beliebt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss!